Nein. Das wollten wir wirklich gar nicht. Ich bin einfach, wie gesagt, vorbeigelaufen. Hab einfach, ich meine, das ist interessant, weil das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das Webseite gemacht habe. Nee, letztes Jahr auch. Ich bin auch nicht, ja. Ja? Also, hab ich einfach gesehen und wollte es einfach mal benutzen. Ja, eigentlich ist ja so ein bisschen mehr die Themen relevant. Und ihr seid ja auch gar nicht in dem Bereich. Ja, wie gesagt, deswegen stand er auch 5 Minuten oder so. So lange haben wir es auch gar nicht gemacht. Das waren wir wahrscheinlich eben gerade da. Ungünstigen Zeiten. Ich glaube, ich stand doch genau hier. Stand vor mir. Zwei oder dreimal war es. Wie bitte? Zwei oder dreimal so ein Tweet. Ja, wie gesagt, wir haben uns bei unseren verschiedenen Branchen mit Hashtags versehen. Um die Branchen anzusprechen. Wie gesagt, die Zielgruppe, hat ja die Kollegin gerade gesagt, vielleicht stand die Zielgruppe gar nicht da, aber vielleicht haben wir es geschafft, mit den Hashtags die Zielgruppe zu erreichen. Was habe ich für Hashtags benutzt? Mittelstand, Maschinenbau, Anlagebau, Automotive, die ganzen, was sie hier an dem Stand sehen. Und haben uns so gehofft. Die Zielgruppe, keine. Habe ich auch gleich gesehen, ich habe ganze Menschen gesehen, wollte auch gar nicht mal groß drauf antworten, wollte einfach mal nur ein Foto machen und sage ich mal die Tweets dort drauf fahren und dann. Ja, es ist halt einfach so, es halt kommt halt einfach nicht ganz so cool, wenn man so eine ist. Also der Ansatz ist ja okay, mit Hashtags versehene Tweets irgendwie da halt nochmal gewisse Zielgruppen zu erreichen, aber dann halt das Hashtag Society dann zu missbrauchen. Ja, aber ich habe auch gesehen, was da auch noch so getwittert wurde. Waren ja auch gerade nicht alles so im Fachthemen oder nicht jeder, der da getwittert hat, hat ja da, sag ich mal, die Diskussion, sag ich mal, verfolgt. ja, aber wie gesagt, Social Medien benutzen wir jetzt, sag ich mal, intensiver so zum ersten Mal. Wir haben letztes Jahr schon, sag ich mal, mit Xing, Foren hat jetzt angefangen. Aber wir wollen es einfach mehr ausbauen, weil generell, sag ich mal, am Arbeitsplatz, oder nicht nur am Arbeitsplatz, auch privat, viele benutzen, sag ich mal, Facebook, Twitter. Und wir sind, wie gesagt, auch international aufgestellt und viele von unseren internationalen Partnern können einfach nicht mit hier sein. Und das ist, wenn man hier vielleicht mal rumschaut, das ist, sag ich mal, so ein großer, schöner Messestand und viele von unseren Partnern möchten eigentlich gerne mit dabei sein. Deswegen benutzen wir auch in solchen Medien, besonders halt Facebook, um auch Gesichter zu zeigen von Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Wir sitzen in der Technologieregion Karlsruhe, ich weiß nicht, wo wir alle sind, aber wir haben auch eine große Universität und IT wird als der größte geschrieben bei uns. Aber ja, man kann nicht immer, sag ich mal, von unseren 30 Partnern, sag ich mal, jeden Mitarbeiter kennenlernen, aber das ist schön, wenn man so eine Plattform hat, wo man ein Gesicht zeigt, wo man nicht nur, sag ich mal, per E-Mail seine Kommunikation hat, wo man dann, ja, wie gesagt, ein Gesicht sieht, vielleicht gefressen hat, genau, noch auf die Kommunikation und einfach auf der persönlichen Art dann einfach mit seinen Mitarbeitern steht. Nicht einfach nur über Seiten, irgendwelche Rechnungen oder auch einfach nur, sag ich mal, über Arbeit, über E-Mail spricht, dann sieht man auf Facebook, ach, du bist auch Fan von Okla Gruppe oder wir haben auch gleich den gleichen Kinofilm gesehen oder habe jetzt auch geklickt, become a Fan über ein spezielles Thema und dann ist es gleich viel persönlicher und das sagen wir auch, okay, wir sind ein Softwareunternehmen, aber wir sagen von Menschen für Menschen und wollen auch in unserem globalen Partnernetzwerk sehr persönlich einfach mit ihm umgehen, mit denen auf Augenhöhe. Das ist immer der normale Netzpolitik und du hast interessiert, der wird ja wohl kaum in die Zielgruppe fallen, oder? Sie wollen jetzt darauf ansprechen, dass jetzt vielleicht mit der Aktion gerade nicht die Zielgruppe. Ja, sollte, die verschiedenen Social Networks. Xing ist ja für Unternehmen. Das ist genau, ja. Aber Facebook ist eigentlich mehr so privat. Ja, ja, nee, das ist also wie unterscheiden das gerade. Und wir stellen auch gerade, wie gesagt, Handbücher im Unternehmen, um einfach, sag ich mal, auch unseren Partnern zu zeigen, dass ja mit einer Stunde Social Media Marketing kann man da schon effektive Sachen machen. Selbstverständlich vieles ist, sage ich mal, auf einer persönlichen Ebene, aber das habe ich eben gerade gesagt, wir möchten unser Partnernetzwerk, wir möchten nicht fremd für irgendein Mitarbeiter sein, für einen Partner, den wir in der Türkei haben, der wir in Iran haben oder der gerade irgendwo in San Diego sitzt. Wir sind wirklich, sage ich mal, eine sehr menschliche Softwarefirma und möchten einfach auf Augenhöhe mit jedem sein. Aber wie gesagt, wir haben Xing angesprochen, wir sind auch, wie gesagt, wir haben auch unsere Gruppe auf LinkedIn gegründet und
ja, das sind, sag ich mal, die Social Media Plattformen, wo wir dann auch auf Werbung schalten. Bekommt ihr Feedback? Also wir kommen auch, also wie gesagt, wir schalten noch Werbung eben auf LinkedIn zum Beispiel. Und da ist zum Beispiel interessant, LinkedIn, die haben eine Aktion zum Direct Ads. Kann man vergleichen, sag ich mal, mit Google Ads. Aber der Unterschied ist, oder der Vorteil ist, schaltet zum Beispiel Google Ads, kennen wir ja alle, steht irgendwo rechts, irgendein Wort wurde gefunden, ist halt eben drin. Aber ich kann nicht sagen, wer soll denn jetzt meine Ad sehen? Ich kann ja eigentlich, okay, wir sind im Automotive-Bereich, aber vielleicht ist da einfach nur eine Person, sucht einfach nur ein Autoradio oder einfach nur einen dicken Bass vom Kofferraum, der braucht eigentlich unsere Werbung nicht sehen. Aber es ist ja alles Pay-per-Click, der drückt drauf und schon haben wir irgendwelche Kosten, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Auf LinkedIn zum Beispiel können wir unser Raster festlegen. Wir können sehen, okay, wir sprechen ja zum Beispiel den Mittelstand an. Also jetzt zum Beispiel Firmen, die jetzt Mitarbeiter über 1000, die jetzt mehr als 1000 Mitarbeiter haben, die möchten wir gar nicht so direkt ansprechen. Also können wir das filtern. Also von der Mitarbeiteranzahl oder auch von den Entscheidern. Wenn wir Werbung machen, möchten wir natürlich eben auch den Entscheider ansprechen. Kann man das, sag ich mal, bei LinkedIn filtern. Also eine Mitarbeiterzahl, der Entscheider, die Branche nochmal. Also können wir zum Beispiel das Raster einfach verringern, um einfach gezielt unsere Potential Target Market und unseren Target Market dann einfach direkt anzusprechen. Und dort schalten wir jetzt, sag ich mal, seit knapp 6 Monate halt in Werbung und rentiert sich besser als, sag ich mal, Google Ads. Habt ihr schon Geschäft generiert über Social Networking oder Twitter oder ähnliches? Sag ich mal, in unserer Branche, der ganze Verkaufszyklus ist ja ein ganz langer Verkaufszyklus. Wir sind ja meistens, 6 Monate. Aber wir haben schon Interessenten über Social Media halt bekommen. Die wurden auf uns aufmerksam, sind auf unsere Internetseite gekommen. Das haben wir versucht. Und Leute klicken auf unsere Ad, kommen auf unsere Landingpage. Und wenn dort irgendwann Infomaterial, wir können dann, sage ich mal, unsere Broschüren runterladen oder unsere Whitepaper oder unsere Anwenderberichte. Und wir sagen, wir haben sehr zufriedene Kunden und das möchten wir, sage ich mal, im Internet verbreiten, dass Leute halt eben sehen, warum unsere Kunden halt eben so zufrieden sind und einfach sehen, wie kann man mit unserem Produkt arbeiten. Und das leiten wir dann, also unsere Aktivitäten in verschiedenen Social Media leiten wir dann zurück auf unsere Internetseite, sodass wir dort halt eben unsere Interessenten und unsere Leads generieren. Wir müssen die Zielgruppe ja da abholen, wo sie jetzt nur ist. Ist das bei euch eine Vollzeitstelle, Social Media, oder machst du das nebenher? Wir haben eine große Marketingabteilung. Wie gesagt, wir möchten jetzt Handbücher. Das rein? Also ihr habt jetzt keinen, ich sag mal, einen, der sich dann nur mit beschäftigt? Nein, noch nicht. Es sind gerade Gespräche, ob wir halt eben so eine Stelle eben auch ausschreiben, aber wie gesagt, wir möchten da erstmal intern halt eben auch Handbücher erstellen, sodass wir natürlich so eine Stelle dann auch ausschreiben und dann generiert Social Media auch Arbeitsplätze. Habt ihr Learning by Doing oder habt ihr da eine Agentur an der Hand, die da unterstützt? Nein, bis jetzt arbeiten wir, wie gesagt, nicht mit Agenturen. Natürlich haben wir uns auch verschiedene Fachvertragen zu Vorstellungen halt erkundigt und halt schlau gemacht, sonst könnte ich so ein tolles Wort wie Hashtag, glaube ich, gar nicht benutzen. Ich glaube, Media-Treff.de, also ich sehe immer auf Facebook, die posten immer ganz viel und die hatten auch ganz viel mal über Social Media gezeigt, haben auch interessante Webcasts auf ihrer Internetseite, wo man halt kostenlos ihre Seminare verfolgen kann. Das ist zum Beispiel auch sehr interessant. Aber wie gesagt, auch ein gutes Beispiel, was ein Kollege von mir gesagt hat, war das Beispiel von den Olympischen Spielen. Die Kanadier haben den Medaillenspiegel, sag ich mal, gewonnen oder hatten die meisten Medaillen. Und wenn man mal recherchiert, wo sie ihre Medaillen geholt haben, kann man sehen, dass sie alleine 8 Goldmedaillen geholt haben in Disziplinen, die jetzt neu dazu kamen, wo eigentlich gar keiner mit dabei war von ihren Mitbewerbern. Also war es für sie sehr einfach, dort die Medaillen zu haben. Und so ähnlich sehen wir vielleicht auch Social Media. Wenn sie vielleicht mal hier in der Halle 5 rumlaufen, unser Marktbegleiter halt vielleicht mal sprechen, wir sehen, da ist, sage ich mal, mit Social Media dann nicht so viel aktiv. Und das kann man auch, sag ich mal,